Hallo liebe Freunde, willkommen zu einem weiteren Video von A2K101. Ich war jetzt eine Weile weg, mein bester Freund hat am Wochenende geheiratet, deswegen hat sich jetzt alles ein bisschen verzögert, da war ich schon seit Freitag unterwegs. Hab jetzt gestern hier so eine coole Runde gehabt mit meinem Kumpel Hahnkanal, mit dem ich früher mal ein bisschen gespielt habe. Und er hatte mich gefragt, ob ich noch ein paar Runden mit ihm spielen will. Und dann habe ich gesagt, okay, schmeiß rein, was du grinden musst, welche Linie du weiter voranbringen musst. Und dann hat er die Kagero genommen und ich habe mir die Amagi geschnappt. Und ja, ich hatte erst kürzlich dieses Amagi Review gemacht, wo ich die Stärken und, entschuldigt, das war mein Handy, wo ich quasi schon mal die Stärken und, wenn es sie gibt, die Schwächen der Amagi aufgelistet habe. Also es gibt natürlich Schwächen, die Luftabwehr. Aber gut. In dem Fall haben wir jetzt diesmal keinen Flugzeugträger. Wir haben Stufe 8 bis Stufe 10 Matchmaking. Wobei nur ein Stufe 10er, hauptsächlich Stufe 9er und 8er drin sind. Oder ne, zwei Stufe 10er. Naja. Auf jeden Fall jede Menge Zerstörer. Das heißt, ich fahre jetzt hier ein bisschen aggressiver und versuche ihn da im B zu unterstützen, falls er was aufmacht, um dann auch mal eine Salve auf die Zerstörer loszuwerden. Ich bin hier allerdings schon gespottet, während wir noch nichts gespottet haben, was ein bisschen blöd ist. Das heißt, ich versuche mich jetzt einfach wieder, also ich verringere die Geschwindigkeit, ich wollte genau gucken, wo die kommen. Weil irgendwann kommen dann einfach die Granaten. Es dauert einen kleinen Moment, bis dann das Schiff auch aufgeht. Und drehe jetzt bis rein und wieder das Feuer. Missouri, so wie sie fährt, schönes Ziel auf jeden Fall, schön Breitseite. Ich versuche gerade noch einen Überblick zu bekommen, wo überall Schlachtschiffe sind. Das heißt, wo ich aufpassen muss. Sieht so aus, als ob eine Iowa Bismarck. Es sieht so aus, als ob der Gegner ziemlich gerade für C fährt. Ja, sieht ganz stark danach aus. Deswegen ist meine Position, die ich gerade habe, ganz okay. Solange jetzt nicht irgendwie aus dem Bereich hier jemand rüberschießt. Zum Beispiel die Missouri. Deswegen fahre ich wieder ein bisschen langsamer, winkel mich ein bisschen an, gucke, ob ich da irgendwie gute Shots kriege. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da schießen soll. Der kann zwar einfach reindrehen. Ich glaube, ich lasse das lieber. Ja, er dreht jetzt auch ein bisschen rein, deswegen bringt mir das hier gar nichts. Währenddessen habe ich mich immer gewundert, warum ich noch offen bin, aber da ist ja noch diese Harekase da in A. Na gut. Ich fahre halt auf jeden Fall jetzt rum. Es ist halt so dieses um die Reihe tanzen. Jetzt habe ich auf die Monarch geschossen. Währenddessen hat mir mal die Iowa da oben ordentlich einen reingeplastert. Da haben wir natürlich wieder das Paradebeispiel für super britische Schlachtschiffe mit ihrer absolut, naja, ich nenne es mal übertriebenen Panzerung meiner Meinung nach. Aber der schießt nur HE, deswegen ist das alles halb so dramatisch. Ich versuche jetzt, wie gesagt, ein bisschen angewinkelt zu bleiben. Ja, hier habe ich zu spät realisiert, dass er da eher stoppt. Das hat mir Hahnkanal da eben gerade erst gesagt. Aber die Amagi macht sich halt recht gut in Stufe 10 meiner Meinung nach, ähnlich wie die North Carolina. Und zwar ganz einfach wegen dem Kaliber der Kanonen. Ja, keine Ahnung, was der da macht. Das war so komisch, dass ich da einfach nichts getroffen habe. Oh doch, ich habe sogar was getroffen. Auf jeden Fall ziemlich komisch.
Dafür wird man dann bestraft. So, da kommen jetzt noch ein paar Torpedos. Aber ja, die macht sich ganz gut, weil wegen den 410mm Kaliber, das sie auf ihren Kanonen hat. Dann natürlich kombiniert mit der Feuerkraft ist es schon ein ziemlich starkes Schiff. Und selbst die Panzerung ist gut genug, wenn man sich anwinkelt, um einiges an Granaten quasi abprallen zu lassen. Das werdet ihr im späteren Verlauf nochmal sehen. Klar, eine Yamato, die interessiert das nicht viel. Die wird euch überall penetrieren, aber das ist auch wirklich das einzige Schiff. Vielleicht noch die Conqueror mit den 356er ja, 356er Kanonen. Was allerdings so ein Problem werden kann, ist natürlich HE Spam, weil ihr halt nur 25 oder 32mm überall im ganzen über das ganze Schiff verteilt habt und nicht mehr wie zum Beispiel die Bismarck oder die North Carolina. Deswegen seid ihr dadurch ein bisschen anfällig. Aber ihr wollt auch nicht am Anfang gleich mitten reinfahren oder so. Ihr wollt eher erstmal so ein bisschen weniger aggressiv spielen. Okay, ich spiele jetzt hier ein bisschen aggressiver, weil wir haben hier nur zwei Kreuzer, ansonsten Schlachtschiffe und Zerstörer gehabt. Das heißt, wenn ich nah bei meinem Zerstörer bleibe, kann ich hier in dem Gefecht auf jeden Fall auch was machen. Muss natürlich immer auf der Hut sein, dass man nicht hier dauernd torpediert wird, aber deswegen bleibe ich auch nah bei meinen Zerstörern und habe ich natürlich vor mir ganz gute Aufklärung. Da steht irgendwie eine Minotaur AFK rum, auch gut. Dann nehmen wir die Shots mit, würde ich sagen. Das sollte auf jeden Fall die ein oder andere Zitadelle geben. Ja, zwei Stück, zack. Dann bin ich ein bisschen unentschlossen, was ich mache. Hinterherfahren will ich nicht. Ich will jetzt erstmal in den Nebel da. Aber so richtig auf was schießen kann ich halt auch nicht. Die sind alle so weit weg. Na, es sieht so aus, als ob ich bei dem Monarch ein bisschen was landen könnte. Aber ich habe bis jetzt noch kein Glück gehabt mit irgendwelchen guten Treffern auf britischen Schlachtschiffen. Das ist ein absolutes Ding der Unmöglichkeit. Ich spiele lieber einen Kreuzer gegen Schlachtschiffe. Jetzt kommen wieder Torpedos. Dann muss ich hier wieder rausdrehen. Was die Amagi natürlich auch hat, ist einen guten Torpedoschutz. Ne? Das sollte man nicht vergessen. Nehmen wir nur einen mit. Das ist okay. Aber ich finde die Position hier oben nicht gut. Jetzt kommt auch noch der Wirbelsturm ran. Das heißt, ein bisschen aufpassen. Ich werde jetzt wieder Richtung Mitte fahren, weil da wird dann wahrscheinlich früher oder später die Hölle losbrechen. Also ein bisschen problematisch ist natürlich, dass ihr dann halt diese Turmkonfiguration habt. Ja. Die werde ich bouncen. Ja, habe ich überhaupt kein Problem. So, jetzt drehe ich rein. Und irgendwie hat er noch seine Hecktürme weggekriegt. Das ist natürlich sehr schlecht. Ihr seht es gerade kommen. Wumm. Und da ist wieder mal eine ordentliche Penetrierung. Aber gut. Zum Glück keine Zitadelle. Sonst wäre es irreparabel. Oder wenn man einen Zitadellentreffer kriegt, kann man nur 30% davon noch reparieren. Hooping ist gut. Ja, da kommen wieder Torpedos, wie erwartet. Und da war die dritte Zitadelle auf der Mutter. Das sieht hier ein bisschen komisch aus, aber wenn ihr Torpedos so ausweichen müsst, ist natürlich eigentlich relativ optimal. Dann reduziert die Geschwindigkeit auf halbe Geschwindigkeit, dann könnt ihr besser ausweichen. Dann seid ihr manövrierfähiger. So. Ja, leider ist gerade mein Mate auch gestorben von einer Sekunde. Der, nämlich die Missouri hat da gerade geradert. Das war nicht ganz so gut. So, jetzt werde ich hier, da jetzt Wirbelsturm. Keine Ahnung, was diese Edinburgh da macht. Wirbelsturm jetzt einsetzt. Werde ich hier in der Position bleiben. Ist halt super blöd, weil ich weiß, dass die Iowa quasi von Norden kommt und das, was da die Missouri ist, das habe ich irgendwie als Bismarck gesehen, irgendwie im Spiel, keine Ahnung, war ich schon ein bisschen später, habe ein bisschen verpeilt, aber
gleich sehen, er wird dann halt in B reinfahren. Und ja, unser Edinburgh macht da ziemlich doofe Sachen, meiner Meinung nach. Das, so wie der da jetzt schon reingefahren ist, ist er schon nicht gerade sehr clever. Ich meine, okay, ich gebe zu. Aber wenn ich weiß, dass da eine Missouri ist, dann fahre ich da nicht rein, richtig? Also, so als Kreuzer, der sehr, sehr abhängig von seinem Nebel ist. Und Missouri hat ja bekanntlich Radar. Ja, da radert er auch, kriegt ein paar Schüsse runter. Und gleich macht's Rums und dann wird er wahrscheinlich weg sein. Da bin ich mir ziemlich sicher. Achso, er hat seinen Nebel auch noch ver. Ja, hat seinen Nebel verkackt. Und da war es das. So, jetzt bin ich hier quasi alleine auf der Flanke. Aber das macht mir im Großen und Ganzen nichts aus. Ich weiß, dass ich gewinkelt zur Iowa stehe. Ich versuche halt hier das R-Cap noch zu protecten. Und, ja gut, ich bin davon ausgegangen, dass die Missouri eine Bismarck ist, ja. Deswegen, ich habe da nicht genau hingeguckt. Deswegen fahre ich jetzt langsam rückwärts, volle Breitseite. Volle Breitseite würde ich, wenn das eine Missouri ist, niemals hinfahren. Niemals. Merkt euch das. Weil Missouri macht richtig Aua. Bismarck-Geschütze können auch Aua machen, aber nie so viel wie die amerikanische AP. So, jetzt kriege ich nämlich jetzt auch gleich direkt die Quittung dafür. Autsch, Autsch. Exakt. Das war, da habe ich nicht aufgepasst, da wurde ich hier richtig schön bestraft. Die Iowa hinter mir macht mir überhaupt keine Sorgen. Ich will jetzt erstmal die Missouri rausnehmen. Fast ein bisschen zu hoch gezielt, meiner Meinung nach, aber okay. So, jetzt kümmere ich mich um die Iowa. Und jetzt könnt ihr mal die Panzerung der Amagi beobachten. Weil das ist wirklich interessant. Außerdem die Secondaries, wir haben zwar jede Menge AP, Secondaries, aber auch HE. Die sind irgendwie ziemlich effektiv hier in dem Spiel. Also ihr seht, ich bleib angewinkelt, bis meine Türme vorne gedreht haben. Das ist das allererste. Versuche ihm so viel zu geben, dass er quasi denkt, er könnte meine Breitseite schießen, aber da wird mein Panzerungsgürtel einfach zu stark sein. Das heißt, er muss in meine Aufbauten schießen, um überhaupt Schaden zu machen. Zwei Feuer. Während ich warte, bis er genug Breitseite zeigt. Genau jetzt. Da ist das erste weg. So, jetzt drehe ich mich wieder ein bisschen nach links. Jetzt hat er auch mal ein Feuer hingekriegt. Jetzt fängt er an, sich anzuwinkeln. Mein Ziel ist hier, eine der Kanonen auszunocken, aber das funktioniert leider nicht ganz. So schieße ich in die Aufbauten, auch okay. Holen wir nochmal ein High Caliber ab. Und nochmal ein Feuer und da ist der gute, die gute Iowa-Geschichte. Ich gebe zu, die habe ich jetzt nicht ganz alleine gemacht. Aber ihr seht, wie viel man da noch an Schaden absorbieren kann, bis sie da irgendwie was machen können. Oder bis sie überhaupt, bis sie vernichtet seid, meine ich. Wenn das nicht Yamato gewesen wäre, dann, oh Gott, dann wäre es übel gelaufen für mich. Aber er hat halt auch den Fehler gemacht, er ist viel zu viel Breitseite gefahren. Hätte er einfach quasi seine Kanonen, nur die Frontkanone auf mich gerichtet, hätte er meine Aufbauten geschossen, hätte er ein bisschen mehr Schaden machen können. Ich wäre natürlich trotzdem angewinkelt gewesen. Die North Carolina oder Iowa haben oder auch Montana haben halt aber auch die Schwäche, dass ihre Kanonen, sobald die Kanonenblende, also vorne, da wo die Schutzrohre rauskommen, auf euch gerichtet sind, wenn ihr auf die zielt, könnt ihr die Kanonen relativ gut ausnocken. So, das Spiel haben wir aber mitgenommen, relativ souverän. Wie gesagt, also das kommt natürlich dann immer auf die Gegnerschiffe an. Also Yamato wäre ich wahrscheinlich nur noch gerannt oder so. Oder hätte. Weiß nicht, was ich da gemacht hätte. Wahrscheinlich wäre ich gerannt, weil ich doch ein bisschen schneller bin, aber wahrscheinlich hätte es mir nicht viel geholfen. Also Yamato-Geschütze zerlegen einen da, wenn er weiß, was er tut. Ja, war eigentlich ein ganz ordentliches Game. Hier 170.000, Stufe 9, 8 bis 10, meine ich.
Allerdings nur Großkaliber mitgenommen, schade. Hätte ich gern noch ein bisschen mehr gehabt, aber ja, man ist ja meistens irgendwie so ein bisschen außerhalb. Also jetzt bin ja zwar viel nah bei meinen Zerstörern gewesen, aber so viele Kills habe ich da nicht erreichen können. Ja, die Sekundärbewaffnung von der Amagi ist auch nicht so schlecht. Also ich finde ja auch, die Amagi ist ein ziemlich guter Nahkämpfer. Also kann man sagen, was man will. Ja, hier nettes Basis-XP-Sümmchen zusammengeklaubt. Und Handkanal hat, glaube ich, zwei Zerstörer versenkt. Deswegen ist er auch so weit oben, plus noch ein Cap und so weiter. Also auch ziemlich gute Leistung. Die Sau hatten, ja, hätte ich eigentlich gestern mal recommenden können. Also loben, weil Kraken sich abzuholen ist auch nicht schlecht. Ja, diese Kurve ist hier, die noch übrig war vom Gegner. Typischer Fail. Fail-Player, nenne ich es mal, so ein richtiger. Also der weiß nicht, was er tut. Deswegen. Ninja Frenchie, ja. Der war so ein Ninja, der ist nie aufgetaucht. Hier nochmal die Schadensübersicht. Ich habe dann tatsächlich mit Sekundär und Feuer sogar noch 16.000 Schaden oder 17.000, 18.000 Schaden gemacht. Das ist ja sogar ganz nett. Und in der kurzen Zeit vier Brände auszulösen, ist natürlich auch nicht so schlecht. Potenzieller Schaden 1,8 geht. Ich war nicht so unter so hohem Beschuss. Ja, ein bisschen mal Basis resettet, aber ansonsten war jetzt, das sind jetzt keine so beeindruckenden Werte, würde ich sagen. Ja, ansonsten irgendwie mal den Schaden hier, die Missouri und die Iowa haben und die Minotaur, die haben am meisten Fett weggekriegt, aber gut, das war ja auch klar. So wie die dann da standen. Teilweise, die Minotaur war ja ziemlich klar. Der Takao hatte ich ein bisschen Pech, glaube ich, mit meinen Salben. Ja. Ansonsten halt nicht so viel Schaden auf anderen Schiffen gemacht. Nun gut, ich wollte euch nur halt mal Amagi im Stufe 9, Stufe 10 Gefechten zeigen, dass sie da auch ganz gut bestehen kann und dass das nicht nur so eine leere Floskel war, die ich da angebracht habe. Wenn ihr euch richtig anwinkelt mit eurer Panzerung, könnt ihr doch einiges absorbieren. Okay, ich bedanke mich fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Hinterlasst ein Like, Abonnement, was auch immer. Würde mich freuen. Also, macht's gut.